Moin Moin, meine lieben Freunde, schön, dass ihr auch wieder mit dabei seid hier bei DayZ. Ich bin gerade, ja genau, ich bin gerade ein bisschen dabei, meine Sprache zu finden, ja das auch, ein bisschen Essen hier. Hühnersteak, ein bisschen Hühnersteak, bisschen Brutzeln hier. Da liegt ja eine Waffe. Warum liegt hier eine Waffe? Und Magazin. Was ist das? MVS Ulti Purge? Irgendwo man Magazin reintun kann oder so? Okay, warum? Auch immer. Wir gucken gleich mal, ob wir das irgendwo verkaufen können. Wir haben dich im Auge, wir beobachten dich. Was hast du denn da Schönes? Aha, aha. What? Hallo. Zeig mal, was ist denn da? Ist das ein Häuschen? Nein, das ist ein Kamin fürs Häuschen. Was, du willst mir einen Kamin für unser Häuschen checken? Nazi, die checkt uns. Nein, mal. Nein. Was? Ich hatte da kommt so sie viel nicht mehr raus. Wir blockieren dich jetzt. Hallo. Mach die Mauer. Stell dich nicht mehr. Wir machen die Mauer. Was ist da denn los, Leute? Was ist da denn los? Das heißt dann Wegezoll, meine Jutta. Muss gleich mal gucken, sollen wenn das Fleisch durch. Wir für dich transportieren. Wir sind ja. Hast du dich übrigens erschrocken mit dem Auto? Ja, hab ich. Hast du uns auch gehört? Ich hab das Auto kurz gehört, ja. Dann hab ich mich schnell versteckt. Achso, wir hatten auch Ton an und so lelelele gemacht und so weiter. Nee, ich hab nur das Auto gehört. Achso. Nee, sollen wir es für dich hochfahren? Können wir machen. Ja, unser Auto steht da hinten. Wir müssen halt nur gerade noch ein bisschen verkaufen. Wir waren, wir waren shoppen. Hier waren doch gerade noch Leute. Hier sind sie weg. Wo sind sie geblieben? Die sind weg. Hä? Sind die nach links? Sind die nach rechts? Da läuft auch noch einer. Hier haben sie doch gerade welche unterhalten. Ich habe die doch noch gerade laufen sehen. Dum, 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 dum. Ach, da hinten laufen sie. Hallo. Hallo. Das war die Dame, die wir eben schon gehört haben. Naja, sind sie wieder alle weg? Oh, was haben wir denn hier? So. Ich möchte auch eigentlich immer ein bisschen gerne vielleicht später mal ein bisschen RP machen. Ich weiß gar nicht, ob es hier eher RP gibt. Vielleicht spontan. Vielleicht ein bisschen RP. Also RPG. Seid ihr überhaupt da? Läuft der Timer? Ja. Das ist gut. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Ja, genau. La 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 la. Naja, dann werden wir ein bisschen weiter brutzeln hier, ne? Oder? So, ein bisschen habe ich ja noch hier, ein bisschen, ich wollte ja zu meinem Versteck, aber ich zu meinem Versteck gehe, ich weiß nicht, ob es noch da ist, der Rucksack, ich habe keine Ahnung, ob der Rucksack irgendwann verrottet, vielleicht ist er auch wieder, vielleicht ist auch das ganze Zeug komplett weg, aber das werde ich dann rausschneiden, dann werde ich da zu meinem Versteck gehen, mein Versteck ist da hinten irgendwo. Ich sollte mal wieder hier so, ne, dann sehe ich auch was, den Kreisel, da ist der Kreisel, der Kreis. La, 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 la. Da läuft ja schon wieder einer. Nein, nein, nee, hier brauchen wir gar nicht looten, ne? Weil die looten hier selber in der Nähe beim Trader. Ich muss mal ein bisschen außerhalb irgendwo hingehen. Ein bisschen sterben gehen. Ich muss sowieso bald mal sterben, ne? Ich habe aber Angst, meine Schaufel. Ich weiß doch gar nicht, die Base, Basis. Eine Basis müssen wir auch noch bauen irgendwo. Bauen. Naja.
Oh, es dauert aber lange, bis so ein kleines Hühnchenfleisch da, die Hühnchenbrust da durch ist, ne? Das dauert. So, das haben wir fertig. Muss ja auch mal sein, ne? Bevor man irgendwie in PvP-Action geht, ein bisschen was zu essen dabei haben. Ist heute auch nicht ganz so viel los wie beim letzten Mal. Obwohl, heute ist Samstag. Wir haben Samstagabend. Ist gar nicht so viel los. Ich weiß gar nicht, wo die ganzen Leute stecken heute. So, die Brust ist gleich fertig. Schön, schön, schön. Den Stock können wir eigentlich... Ich weiß gar nicht. Können wir behalten, wegschmeißen. Die Weste, können wir die eigentlich reparieren mit dem Nähkram hier? Nein, dann bräuchten wir Ledergedönskram, ne? Stimuliert. Ist kaputt. Ich könnte was kaufen, möchte ich aber nicht. Ich möchte was Neues denn looten. Ach, die wegen der Waffe können wir gleich nochmal gucken, ob wir die irgendwie verkaufen können. Die Waffe, die Waffe. Oh, ein bisschen heiß, ja, da war ja was. Ich muss das in den Rucksack packen. Sonst wird mir so heiß, so warm. Na, das könnte ich eigentlich gleich mal, ne, vernichten. Achso, das. Ah, okay. Ja, ja. Das da. Das da. Das da. Wir haben zwar noch keinen Hunger, aber weg damit. Weg damit. Okay, die kann man auch nicht verkaufen, ne? Erfindungsmesser. Die kann man nicht verkaufen. Wir haben noch eine Birne. Eine Birne haben wir auch noch. Bisschen trinken habe ich auch. Ich gucke gleich mal, ob ich das Zeug verkaufen kann, ne? La 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 la. Schönes Bild. Ich mein Auto hier rauffahren? Nee, ne? Glaub nicht. Ich weiß es gar 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 nicht. La 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 la. So, der backt immer noch ein bisschen rum hier. Ach, das Messer. Das Messer. Guck mal, die Waffe, die wir gerade gefunden haben, die CR-75, dafür bekommen wir sogar noch 50... Rubel, hat die ein Magazin drin? Nee, ne? Die hat keine extra Sachen drin. Nein. Ah, da liegen einfach mal so 50 Rubel in der Gegend rum. Deswegen mal mitnehmen. Deswegen mitgenommen. Was? Verkaufen. 50 Rubel, siehst du wohl. Wie in der Tasche müssen wir da oben mal gucken. Die werden wir hier nicht los. Noch ein Magazin? Nee. Sonst hatten wir hier nichts. Nein, hatten wir nichts. Müssen wir den Klamotten erstmal hier, erstmal guten Tag sagen. Ja, moin! Der sagt nichts, der ist schüchtern. Der ist schüchtern. Sind nicht alle so gesprächig, ne? So, der Klamottenfritze war da oben links irgendwo. Mein Mikrofon wird doch gehen, oder? Ja, das geht. Oh, 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 ein Teddy. Ein Teddy. Hier stehen einfach mal Schuhe rum, abgenutzt. Warum? Aber nicht verkaufen?
Manchmal schmeißen die Leute auch Sachen hier hin. So wie die Waffe, die da beim Lagerfeuer lag. Und denken vielleicht, man kann ihn nicht verkaufen. Aber man hat es ja, ne, gerade gesehen. Ich hab's verkauft. So, was haben wir denn hier zu verkaufen? Gar nichts. Zack. Ach, die Hose. Nein, die möchte ich ja nicht verkaufen. So, ein Teddy hatte ich auch nicht. Und das komische Gedöns da, Waffen, Magazinenteil, Dingsbums. So, hier ist nix. Das sind nur die Handschuhe. Okay, man muss ja noch gucken, was grün hinterlegt ist. Nix hinterlegt. So. Auch nix. So, hier, die Weste, die ist ja sowieso kaputt. Ach, unsere Jacke. Was ich da jetzt aufgesammelt habe, können wir hier anscheinend nicht verkaufen. Schuhe müssen wir eigentlich... Oh, wir haben zwei Schuhe, ne? Ersatzschuhe. Ach so, guck mal hier, 35 Sturmstiefel. Und die lagen da eben rum, die Sturmstiefel. Guck dir das an. Jetzt haben wir durch die Waffe und durch die Sturmstiefel schon wieder 85 Rubel. Ja, das Geld liegt auf der Straße, ne? Die Leute alles so wegschmeißen. Jo, ich glaube, das Magazin-Gedönskram-Teil, da können wir auch nicht verscheuern. Das können wir auch dann wieder wegschmeißen, zumindest hier nicht. Und Teddy können wir auch wegschmeißen. Den Stock brauchen wir eigentlich auch nicht. Weg damit. Ach nee, Seth, ganz ehrlich, also nimm mir das mal mit. So, Geld müssen wir nur einzahlen. Das Fleisch, ich muss gleich mal zu meinem Versteck. Ich muss da gleich mal gucken. Ob das noch da ist. Ob mein Versteck noch da ist. Oh, einmal die 85 Rubel einzahlen, ne? So, doe. So, nun mach mal was hier. Dann macht gar nichts. Warum macht er nichts? Ich weiß schon warum. Blöde Caps-Lock-Gedönskram. So, nein, deponieren hier. Zack. Okay, ich werde mal zu meinem Versteck laufen. Ich werde jetzt mal kurz hier einen Cut setzen. Also bis gleich. So, da bin ich wieder. Wir verlassen die Safe-Zone. Ja, ja, jetzt gehen wir mal Richtung Gorka. Gorka, zum Beispiel Gorka Military. Nee, gemein. Wenn das schon draufsteht, gemein. Gorka Military, wir gucken mal. Übrigens, mein Versteck war noch da. Mein Rucksack. Ich habe jetzt ungefähr, wie lange habe ich nicht eingeloggt? Also das letzte Mal, wo ich hier drauf gespielt habe, sagen wir mal so 3 Tage, glaube ich. Und mein eingegrabener Rucksack war noch da. Sehr schön. So, ich weiß auch noch gar nicht. Naja, gucken wir mal. Wir gucken mal. Wir müssen auf jeden Fall weg vom Trader, weil am Trader ist natürlich immer ein bisschen was los. Aber ich muss ja auch bei meinem sterben. Hier so rüberlaufen ist natürlich gefährlich, ne? Wenn jetzt irgendwo einer sitzt und snipert. Ja, ruckzuck bist tot, ne? Ich habe sowieso noch keine Waffe, gar nichts dabei. Natürlich hätte ich schon was kaufen können, aber ganz ehrlich, ich loote es lieber. Ich loote lieber und will das Geld ein bisschen sparen für Notfälle. Ich habe auch gerade, ich habe gerade mal 4000. 4000, das ist gar nichts. So, wir müssen natürlich auch ein bisschen laufen. Ja, das gehört natürlich auch dazu, ein bisschen laufen.
Apropos laufen, was ist mit meinen Schuhen? Makellos. Ich habe noch Ersatzschuhe dabei. Nein, natürlich nicht. Toll. Toll, toll, toll. Was mache ich denn, wenn jetzt zum Bär kommt? Dann bin ich auch tot, ne? Ich glaube, das war's denn, wenn er zum Bär kommen sollte. Oh, ich habe ja die Schaufel dabei, alles gut. Junge, wenn wir mal nach Gorka laufen, ja, der Gorka Military, das ist so ein kleines Zelt, glaube ich. Also die richtigen Hotspots, die kenne ich auch noch gar nicht. Natürlich Airfield, wir müssen zum Airfield, jo. Aber da müssen wir lange laufen, lange, 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 lange laufen. Das ist ein Stein. Wäre das ein Stein zum Abfahren? Nee, da ist nur eine Wegmarkierung drauf, ne? So, wir waren noch in der Nähe, Hochsitz. Da oben. Das Beresino. Da habe ich ja den Marker gesetzt. Nur weiter in diese Richtung. Wir können auch den Weg direkt folgen. Nein, wir müssen einfach nur geradeaus. Also, glaube ich. Oh, ich hoffe ja irgendwann, dass ich auch die Map dann automatisch, dass man das dann, ne, dass man schon weiß, wo man hin muss. Dass man die Orte denn kennt. Lalala, ich werde mich sowas von erschrecken, wenn jetzt mal einer hier ist und der ballert direkt los. Ich bin sowas von tot und werde mich auch erschrecken bis zum Gehen nicht mehr, ey. Das finde ich immer noch ein bisschen schade, dass man die Waffensounds, ne, Schussgeräusche da von der Waffe, dass man die speziell nicht soundtechnisch irgendwie angleichen kann, anpassen kann. Zumindest ein Beresino? Warum laufe ich nach Beresino? Da will ich gar nicht hin. Oh. Zum Lied, ja, das ist ein Baum, ne? Auch ein Tier sein können. Was für ein Baum, der geknirscht hat. Beresino, da möchte ich aber nicht hin. Beresino. Ich möchte aber zu dem Hochsitz dann da vorne, wenn er irgendwo ist, da wegen gucken und so, wegen dem Loot. Nicht, dass da irgendwie eine Waffe ist, eine Mosin oder keine Ahnung. Was für ein schönes Gewehr. Man weiß es ja nicht. Deswegen müssen wir da mal gucken. Wir sind doch noch richtig links hier, ne? Ja, glaub schon. Ja, ja. So, was haben wir denn da Schönes? Ist denn das eine Kapuze nur oder was? Ein Hut? Ist das echt eine Kapuze? Eine weiße. Weißt du was? Nein, nicht. Oh. Beresino könnte man ja auch, ne? Aber. So, 800 Meter. Beim Military, da kommen wir dann in der nächsten Folge an, Leute. Danke erstmal hier fürs Einschalten. Lass mir noch ein Abo da, lass mir einen Daumen nach oben da, lass mir einen wundernetten Kommentar da. Und natürlich nicht vergessen, Glocke zu aktivieren. Und ich würde sagen,
Beim nächsten Mal sind wir in Gorka, sozusagen das kleine Militär, und schauen uns das mal an. Also bis dahin, tschüss.